Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Richard 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, aber mich mega freuen, so denn ihr Schatz scheinen solltet. Wir leveln hier verkrüppelnde Schläge auf. So, und dann haben wir 28% mehr Angriffskraft. Wenn wir das Ding auch mal zu einer großen Mutter gehen machen, dürften das locker fast 50% sein. Ja, das könnte schon ganz schön nice werden. Wenn wir dann nochmal ein rotes Mutagen hier reinpacken oder so. Und dann packen wir die Sachen hier raus. Ne? Ja, vielleicht das hier nicht. Aber das hat ja keinen Effekt auf das Mutagen, das ist das Problem. Mal gucken, wie wir leveln werden. So, weiter geht's. Lass mal ganz kurz auf der Karte gucken. Lass uns erstmal sein Haus durchsuchen. Ich glaube, ich habe mich bepisst. Ja, ich auch. Ich habe mich auch bepisst. Aber ich war auf Toilette, während ich das getan habe, gerade eben zwischen den Parts. Und das ging in die Schüssel alles und deswegen gar kein Problem. Kultisten sind hier unterwegs. Eieiei. Und der da? Ja, Kultisten. Eieiei. Aber das, die Brücke sieht so gut aus, oder? Das sieht so toll aus hier. Guckt euch das mal an, wie toll das aussieht. Eieiei. Oder auch hier, allein dieser Gang hier. Wie toll das aussieht. Guckt euch das mal an. Wie toll das aussieht. Hier. Alter Schwede. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich in dieser Welt. Weil das so schön aussieht. Ich bin gespannt auf Blood and Wine. Ich bin so extrem gespannt, wie das aussieht. Das sah ja schon damals krass aus. Ich bin gespannt, wie das heute aussieht mit Raytracing und allem. Ja, es geht schon wieder los mit den Bildern. Und wenn ich einen Hexer als Schuldeneintreiber anheuern würde? Wir müssen sicher gehen, dass der Schwanzlutscher nicht hier ist. Da wachsen mir doch eher Zähne im Arsch, als dass Hurensohn sich in seinem Haus versteckt. Hacker hat gesagt, wir sollen gründlich sein. Hier ist nichts Interessantes. Aber wir sollten die Leichen verbrennen. Sonst kommen die Ratten zum Festschmaus. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Hier ist nichts Interessantes. Wirklich nicht, hier oben war doch noch ein Hinweis. Ja, hat sich einfach entschieden, hier ist nichts Interessantes. Na gut. Man weiß nie, wann man dran. Alle Straßen führen nach Mar. Sein Casino sollte da auch hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Hier da unten das. Ich will mal ins Casino gehen. Ich will mal sehen, wie so ein Casino aussieht hier in Novigrad. Ich glaube, ihr wollt das auch sehen. Wie so eine Arena aussieht, das kann man sich, glaube ich, denken. Aber wie so ein Casino aussieht zu der Zeit hier. Ja, Kartenspiele halt, ne? Quint! Quint, meine lieben Freunde. Ich diene dem ewigen Feuer. Die Schwarzen? Redania? So. Boah, dieses Spiel ist so hübsch. Es ist so unfassbar. Naja. Ich warne dich. Ah, ruckel, ruckel. Du bist Chase.
Stirb, Schwachkopf! Umzingelt ihn! Dann mal los! Ich hatte nur einen einzigen Humpen. Was macht ihr hier? Kann ich dir nicht helfen? Er ist jetzt tot. Eine Urkunde. Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Besitzer dieses Dokuments berechtigt ist, unter dem Namen Sedenik im Ring zu kämpfen. Oh. Hey du, hast du Stuten voll? Leute wie du haben hier nichts verloren. Was willst du hier eigentlich? Was hier jeder will. Bisschen spielen, mich amüsieren. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt. Ich glaube, ihr lasst mich sofort rein. Aber natürlich. Bitte. Und du? Wünsch mir Glück. Viel Glück an den Tischen. Ich muss nur noch ein einziges Mal spielen. Ich gewinne alles zurück. Du hast kein Geld mehr. Und hab ihn noch. Ich setze mein Haus. In Ordnung. Was willst du? Lass mich! Noch ein Wort von dir und ich bring dich nach oben. Alle in Ruhe. Nein! Darf ich? Warum nicht? Ich will spielen, aber mich interessieren nur hohe Einsätze. Ich kenne dich nicht. Vielleicht hast du Geld, vielleicht nicht. Vielleicht kannst du dich benehmen, vielleicht nicht. Halt dich von Ärger fern, dann kannst du irgendwann um hohe Einsätze spielen. Vorerst hast du die Wahl zwischen jeder Menge Tische für einfache Bürger. Verspiel nicht gleich alles auf einmal. Okay, wir müssen speichern, weil wenn wir verlieren, müssen wir, glaube ich, nochmal laden. Der Amtmann ist ziemlich streng. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Ulala. Wird man hier erstmal begrüßt. Was du für Karten hast. Ich sollte dann wohl gehen. Es ist Zeit. Gute Karten heute? Ein Mutant? Was zum Teufel hat ein Hexer hier zu suchen? Siehst du hier etwa Ertrunkene oder andere Scheißlinge? Nein, keine. Gute Gelegenheit, ein wenig Karten zu spielen. Kluger Mann, was? Na gut, wir spielen, wenn du Geld hast. Hab ich. Fisch dich? Hier in der Stadt gibt es das beste Pulver. Ich will nur spielen. Oh, das sind hohe Einsätze, Leute. Wenn du darauf bestehst. Ich werde deinen Arsch ficken wie den einer billigen Hure. Das Schlimme ist aber, die werden betrügen. Da könnte ich schon Gift drauf nehmen. Die werden betrügen, da bin ich mir sehr sicher. Aber schauen wir mal. Ja, das ist gut. Bam 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 bam. Danke für die Karte, die nehme ich doch gern. Oh mein Gott, guckt euch mein Set an. Also wenn ich damit nicht gewinne, weiß ich auch nicht. Ich könnte jetzt die erste Runde noch gewinnen, wenn ich will, ne? Das könnte ich schon machen. Also ich muss gegen 16 antreten. In der nächsten Runde muss ich 0-0 antreten, also macht es mehr Sinn in der nächsten Runde. Bam bam badam bam 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 bam. Okay, er hat einen 10er gelegt, das heißt, ich kann jetzt anfangen, 6er zu legen und ich kann sogar 2 von denen legen. Ich kann sehr vieles legen. Nur keine Nachkämpfer, weil das könnte. Okay. Meinetwegen.
Das kriegen wir schon hin, ich bin guter Dinge. Du passt, also habe ich gewonnen. Aber jetzt könnt ihr mal sehen, wie gut mein Set war, wie gut mein Kartenset war. So gut war mein Kartenset. 155 versus 37. Irgendwie spiele ich nicht mehr. Du bringst kein Glück. Ruiniere jemand anderen. Sieh doch mal das Gute daran. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Das Problem daran ist, nur in Casinos fliegst du raus, wenn du die ganze Zeit gewinnst. Darf ich mich setzen? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Natürlich nicht. Ich bin zum ersten Mal hier. Der Platz ist besetzt. Außerdem geht's hier um hohe Einsätze. Ich habe das nötige Geld. Mir ist es gleich, ob du Geld hast oder nicht. Mir gefällt nicht, dass du überhaupt reingekommen bist. Die Männer an der Tür haben mich reingelassen. Reicht das nicht? Nein. Es wäre gut, wenn jemand für dich bürgen würde. Und zwar schnell. Bis dahin werde ich dich im Auge behalten. Haben wir genug geredet? Ich will jetzt spielen. Also gut, nimm Platz. Okay. Bam, 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 bam. Leider nur ein Spion. Versuchen wir's. Das Monster-Set hat keine Spione, ne? Dass er so eine mächtige Karte schon verballert hat, so dumm von ihm. Okay, meinetwegen. Schenkst du mir die Runde? Das ist schon nicht schlecht von ihm auf jeden Fall. Das ist halt Monster, ne? Die haben sehr, sehr viele Karten. Die haben sehr hohe Angriffskraft. Wird schon hart dagegen zu bestehen, aber das kriegen wir schon hin. Ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen. Es kommen alle drei Mumen wieder dazu, ne? Und das sind dann nochmal 36 Angriffskraft. Das ist echt übel. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. ...115 hat er schon. So. 24, 36 mal 2 sollten reichen.
36 mal 2 plus... Ja, okay, das müsste hinhauen. Ja. Yes! Ich habe gewonnen. Glaubst du etwa, ich sehe das nicht? Willst du eine Revanche? Du hast mich ausgenommen. Ich werde keine halbe Krone mehr bieten. Die Karten sind gut. Ich hab Glück heute. Dann solltest du es besser nutzen. Wir haben oben ein Zimmer für ausgewählte Spieler. Mit sehr hohen Einsätzen. Da werde ich ausgenommen. Und was wetten wir? Das Zimmer für ganz hohe Einsätze, da wird man verprügelt und einem wird das Geld wieder abgenommen. Wenn das so ist, nehme ich die Einladung an. Komm mit. Siehste. Privatzimmer für die wenigen Auserwählten. Hier seid ihr ungestört. Sieht nicht sehr gemütlich aus hier. Kein schöner Ort zum Kartenspielen. Wer argwöhnisch ist, könnte es glatt für ein Verhörzimmer halten. Junior glaubt nicht an Wunder. Hier erfahren Betrüger, wie ungern er ausgeraubt wird. Knöpft ihn euch vor. Wenn ihr mit dem fertig seid, wickelt eine dicke Kette um seine Beine und werft ihn in den Ponta. Du verfluchter Bastard! Jetzt links! Links! Versuch's doch, du Schwanz! Ich hab sie ja halb totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Mein guter Rico. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Verdammt! Diese Wichser haben mich fertig gemacht. Die Knochen sind heil. Befreist du mich? Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Stirb, Schwachkopf! Umzingelt ihn! Umgebracht. Merkt ihr nicht, dass ihr keine Chance habt gegen mich? Eieieiei. Alter! Ich finde diese. Also, ich finde die Gore-Effekte ziemlich krass in dem Spiel. Alter Schwede. Hurensohns Männer haben die stinkende Hecke geplündert. Oh, da ist Bettler mit dem. Tut alles so leid. Gefummelt wird nicht. Was ich mich gerade frage, die Reflexion, sieht man darin auch Geralt jetzt? Sind ja Echtzeitreflexionen angeblich. Raytracing. Tatsächlich, guckt euch das an, man sieht sogar Geralt da drin. Sieht man auch Geralt, wenn man von, also nicht Screenspace, sondern wenn man von oben guckt, kann man dann auch eine Reflexion von ihm sehen, von unten? Schwierig zu sagen, ne? Kann man von dem Tor hier vielleicht irgendwie unten die Reflexion sehen? Ich glaube schon, ne? Das ist das Tor? Keine Ahnung. Schwierig zu sagen, ob das wirklich Raytracing ist. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Dieser Spruch, ey. Ich liebe ihn. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum.
Es hat eine richtig gute Lokalisierung, das Spiel, ne? Also in Deutsch. Ich weiß nicht, wie die anderen Sprachen sind, aber im Deutsch ist es halt wirklich... Die Lokalisierung ist echt super. Du verdammter Scheißkerl! Ich dachte, ich darf mir jetzt hier eine Belohnung abholen. Das ist meine Belohnung? Okay. Interessant. Keine Ehre, oder was? Das bildest du dir ein, mein Guter. Hilfe, rette mich, ich sterbe. Hast in Loc Mojinia ein schönes Chaos angerichtet. Ey, ihr seht auf der Minimap, hier ist eine Straße auf der Minimap. Aber hier kann man nicht lang. Hä? Da ist eine... Na gut. Achso, das ist die Gasse, in die ich muss, ne? Kann das sein? Dann ist der Eingang aber irgendwo hier vorne gewesen. Hier, oder nicht? Ja. Aufmachen! So geht's. Ich will mir die Belohnung abholen. Starr die Kinder nicht so an, du machst ihnen Angst. Bleibt ein großes Verlangen. Ja? Arbeitest du oft mit Magiern? Na, du bist aber neugierig. Suchst du vielleicht selbst nach Arbeit? Nein, ich kenne sie eben. Die sind sonst nicht so scharf darauf, sich die Hände schmutzig zu machen. Dann kennst du sie eben nicht. Ein gehetzter, hungriger Magier ist so verzweifelt, wie es jeder wäre. Und nicht zimperlich, wenn es um Arbeit geht. Novigrad ist eine Stadt der Möglichkeiten. Chancen, die genutzt werden wollen. Du solltest auch eine ergreifen. Du solltest deine Männer besser auswählen. Rico ist wie ein Anfänger aufgeflogen. Ja, er hat's mir erzählt. Und ich habe ihn aus der Stadt geschickt. Hat dir bestimmt versprochen, dass ich dir eine Belohnung gebe. In der Tat. Bitteschön. Da will man mal sagen, also man muss schon sagen, man muss ehrlich sein. Auch wenn das Untergrundboss und alles sind, die sind zumindest so weit ehrlich, dass sie, ne, ihre Leute einstehen. Rüstung der Krieger Freas. Ehre unter Dieben. Was ist das für eine Rüstung? Ist das nur ein Rüstungsstück? Ja. Das sieht nicht schlecht aus, das Stück, aber... Hat er nicht so viele gute Werte, leider. Sieh an. So, wir gehen jetzt erstmal mit Dijkstra sprechen. Dann, 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 dann. Da. Boah. So hell. Die Nacht ist mir lieber. Ich bin da, 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 da. Das begreift mal einer. Ich bin alles so leid. Ba 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 bam 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 ba da bam bam. Hm. Ich? Elfenblut? Nee. Nicht wirklich. Hexer. Hexerblut habe ich. Mutiertes Menschenblut ist das. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria,
ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Keine Ahnung, wovon du da redest. Du bist der beschissenste Lügner, den ich kenne. Zum Glück musst du kein Poker für mich gewinnen. Aber genug geredet. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Folge mir. Nicht schon wieder. Bart, hör auf damit! Sofort! Bart, Hilfe! Bart, machen Sie die Vernichtung! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Wo hast du den Troll her? Aus Serikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's tot ernst. Bart, sieh im Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mitnehmen. Sigi gut. Er hat einfach einen Troll als Haustier. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen.
Bad bewachen. Dann machen Bums, zatsch, weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut, ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floreen, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Lenzensatsch. Alles weg. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Dein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na, na. Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste Gegengift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt.
Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. Was? Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken, wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet ihr uns steif? Wo bist du da bloß reingeraten? Geht uns besser am Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.